Hallo, in diesem Video spreche ich mal ein wenig über Chimera. Chimera hat die Reputation eines Noob-Chars. Begründen kann man das auf zwei Weisen. Chimera hat einen Berg an Abilities, die einfach zu verwenden sind, wie beispielsweise diese hier, dass man die Leute einfach mal ein wenig anspringt und das auch noch mit anvisieren. Sehr einfach zu verwenden. Ich meine, da gehört jetzt wirklich nicht viel zu, jemanden anzuspringen. Aber der andere Grund ist vermutlich der ausschlaggebendere. Mit Chimera muss man nicht viel taktisch abwägen. In den meisten Situationen ist es aufgrund der Heilrate bei Standardangrifftreffern einfach die beste Taktik, wie ein Bekloppter auf den Gegner einzuprügeln und sich dabei immer weiter hochzuheilen. Man muss sich nicht viel überlegen, wie man die Abilities miteinander kombiniert. Einfach draufhauen. Klappt schon. Und wenn der Gegner abhaut, anspringen, weiter draufhauen. Und wenn der Gegner todesweak ist, kann man durchaus auch mal die Ultimate einsetzen. Oder man setzt die direkt ein, wenn man in einem Kontext vom Ganken oder wie auch immer man es nun bezeichnen will, Teamschotten für die Destiny-Spieler, die Leute wegbelasten will. Wirklich viel überlegen gehört da eigentlich nicht zu. Natürlich ist es möglich, einen Chimera auch wohl überlegt zu spielen, das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Aber es ist mit diesem Char auch möglich, einfach ihn sehr stupide zu spielen. Was nicht mit jedem Char der Fall ist. Wenn ihr euch jetzt also entschließt, euren Chimera Maximum Noob Char-like zu spielen und damit einfach stur auf die Gegner einzurennen und einzuprügeln, dann gibt es prinzipiell zwei Optionen, wie das laufen kann. Ähnlich einem Münzwurf kann es entweder wirklich gut klappen und die Heilrate regelt's, oder die Heilrate regelt es nicht und ihr kriegt massiv auf die Fresse. Letzteres ist natürlich sehr ärgerlich. Liegt meistens daran, dass die meisten Leute sehr damage-orientierte Decks spielen und euch dann entsprechend outdamagen können. Entweder über ihre Abilities oder einfach über ihren direkten Schaden. Wenn ihr merkt, dass es so ist, dass ihr outdamaged werdet, dann solltet ihr schleunigst aufhören zu probieren, mit Chimera stur auf Sachen einzuprügeln. Dann solltet ihr ihn stattdessen im Team-Kontext verwenden. Denn vor allem auch in einem Team-Kontext kann Chimera immer noch eine sehr solide Wahl sein. Seine Abilities sind vor allem in einer Gruppe sehr hilfreich, da er beispielsweise beim Anspringen von einem Gegner, wenn man beispielsweise einen Gegner verfolgt, den verlangsamen kann, sodass eure Teammates mit aufholen können und dann entsprechend euch im Kampf gegen diesen Gegner supporten können, damit ihr hoffentlich nicht mehr outdamaged werdet. So eignet sich Chimera beispielsweise nicht nur gut, um als Attentäter aus dem Dschungel zu kommen und den ein oder anderen Gegner wegzubelasten, sondern auch als Schutzengel für beispielsweise einige weniger nahkampfstarke Chars, so wie ich eben den Murdoch beschützt habe vom Kalari, der ihn gepusht hat. Da Chimera in seinen Abilities eine Fluchtoption fehlt, da er allgemein ability-technisch darauf orientiert ist, Gegner stur zu pushen und damit durchzukommen, habe ich mich entschlossen, über einen Teleport, den ihr gerade auch sehen konntet, ihm eine solche Fluchtoption zu geben. Die Besonderheit der Teleportkarte, die ich verwendet habe, ist, dass es eine epische rote Karte ist, die euch nicht nur im Vergleich zum normalen Blink-Token ein bisschen Macht dazu gibt, sondern darüber hinaus sich auch noch bei einem Kill innerhalb von 8 Sekunden nach dem Teleport automatisch resettet. Ihr habt also nach einem Teleport 8 Sekunden ein Ziel zu töten, und dann habt ihr ihn sofort wieder bereit, um vor allen weiteren Gegnern, die euch so noch pushen, wenn ihr zu weak seid, abzuhauen. Das sorgt dafür, dass man Chimera tatsächlich ein bisschen cleverer spielen kann, als einfach nur auf Gegner einzuprügeln und zu hoffen, dass man damit durchkommt. Darüber hinaus gibt es euch die Möglichkeit, über die Kombination von Teleport und Sprung Gegner zu verfolgen, die sich eigentlich außerhalb von eurer Reichweite befinden. Beides sehr nützlich, deswegen eine eindeutige Empfehlung für ein Chimera-Deck. Die Voraussetzung, dass das so klappt, ist natürlich allerdings, dass ihr entsprechend ausreichend Damage habt, um die Gegner wegzubelasten innerhalb von diesen 8 Sekunden. Deswegen macht es durchaus Sinn, Chimera mit Critical zu spielen, sodass ihr im Nahkampf genug Schaden anrichtet, aber auch mit etwas Ability Damage, damit ihr beispielsweise mit dem Ansprengen und der Ultimate nochmal ein wenig Bonusschaden als Burst Damage, wenn man so will, rausholen könnt. Von Damage abgesehen machen noch ein paar andere Sachen Sinn. Ihr könnt beispielsweise die Heilrate ein wenig erhöhen, damit die Basis-Heilrate so hoch ist, dass ihr schneller in die wirklich hohen Heilraten kommt und dann eure Heilrate besser ausnutzen könnt. Ihr könnt aber auch eure Leben erhöhen. Das sorgt wiederum dafür, dass ihr länger durchhaltet und dann wiederum eure Heilrate schlussendlich hoch genug bekommt. Oder dass ihr die Ability-Rüstung erhöht,
denn das sorgt dafür, dass die Gegner euch schwieriger outdamagen können. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis dann.